Yo, hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Railway Empire 2 in einer neuen Aufnahmesession. Und wir machen an dem Punkt weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Memphis und New Orleans Railroad vergrößert Netz. Derzeit 11 Bahnhöfe angeschlossen. Okay. Wir haben uns ja schon ein paar kleine Strecken gekauft und wir haben uns auch schon... wir haben uns ein Gebiet gekauft, ne? Ich glaube, das hier, genau. Wir könnten jetzt also Milch fahren. Gut, wir müssen erstmal ein bisschen Geld einnehmen. Ganz klar. Und wir müssen auf die Quests schauen. Denn wir brauchen in Houston 60.000 Einwohner. Da fehlen noch, naja, 11.500. Und in Austin brauchen wir 10 Waren, die gleichzeitig zur Verfügung stehen. Und da wollen wir jetzt mal weitermachen hier. So, die brauchen Zucker, ne? Die brauchen Zucker. Und wir brauchen eine neue Eisenbahnlinie. Na gut, Eisen könnten wir auch anschließen, Kohle auch. Und Stoff. Deswegen hatte ich ja, glaube ich, auch das Gebiet gekauft hier. Ja gut. Das ist dann erst in Jackson, ne? Ja, aber Milch können die, glaube ich, auch gebrauchen. Genau, das ist ja, glaube ich, ab 40.000 oder ab 30.000, weiß ich jetzt nicht. Wie viel haben wir überhaupt hier in Austin? Ja, ab 40.000 dann höchstwahrscheinlich. So. Was macht denn der Zug hier? Der bringt Mais und Kühe nach Austin. In Austin wird ja Fleisch und Metall, also Stahl produziert. Naja, da könnten wir eigentlich sagen... ...dass der... quasi genau, der fährt jetzt wieder hier hin, aber der kann nach Austin, da können wir auch mal einstellen, dass er keinen Stall mitnehmen soll, vorsichtshalber, da kann er auch dann nach Austin kann er noch mal nach, also zu Calibar noch fahren und dann von dort aus wieder zurück nach Boston, ne? Funktioniert das ohne Probleme? Von Boston 2 nur an, um zu wenden. Ja, das ist natürlich blöd. Gut, wir nehmen Geld ein, ne? Dann warten wir jetzt den Moment. Wie viel Zeit haben wir noch? Die 60.000 Einwohner brauchen wir bis Ende diesen Jahres, bis Ende 75 und dann haben wir bis Juni 76 Zeit. Ja gut, und hier haben wir jetzt 50.000, das sollte laufen. Wenn sich hier nicht großartig irgendwas verändert, dann sollte das relativ unproblematisch sein. Stahl könnten die gebrauchen. Das haben wir ja in Austin. Ja, da können wir was machen, ne? Dass wir da ein paar Fliegen mit einer Klappe schlagen. Was können wir hier in der Forschung? Können wir da jetzt irgendwas freischalten? Gut, Tunnel haben wir ja gesagt. Wenn dann ganz als letztes. Ja, ansonsten müssen wir noch ein bisschen warten, ne? Obwohl, das könnten wir doch eigentlich. Du kannst diese Entwicklung erst freischalten, wenn du einen Nachbar freigeschaltet hast. Ah, okay. Wenn wir dann Konkurrenten haben, ne? Ja, müssen wir mal schauen.
Naja, gut, dann holen wir uns das hier erstmal. So, gut. Okay, wir können also die nächste Zuglinie angreifen. Auf geht's. Einmal Fracht. Nehmen wir den wieder. Der scheint ja ziemlich gut zu sein. Kühlwagen, brauchen wir einen Kühlwagen? Naja, komm. So, der soll in Osten losfahren. Beziehungsweise Kelly Bahnhof. Dann soll der nach Osten. Von Osten soll er aber kein Fleisch mitnehmen. Oder beziehungsweise Stahl priorisiert. Ja, da haben wir aber auch wieder das Problem, ne? Houston. Und dann kann er ja von Houston nach Root Bahnhof. Und dann wieder nach Austin zurück, ne? Tja, aber der soll auch Zucker vom Kelly Bahnhof mitnehmen, Leute. Na, nimmt er ja. Das ist okay. Kein Problem. Die Meldung kommt wahrscheinlich eben trotzdem, ne? Aber wir schauen mal, wir beobachten das. So. Gut. Die brauchen das nämlich für ihre Werkzeugproduktion. Gut. Dann hätten wir das schon mal. So. 52.000, also das sollte machbar sein auf jeden Fall, ne? Da wird es keine Probleme geben. Ja, und dann würde ich mal fast sagen, dass wir uns. Was macht denn eigentlich unsere Expresslinie? Wird gewartet. Also gerade nicht viel. Gut. Schauen wir mal, was die mitnimmt. Naja, gut, also da sieht es auf jeden Fall gut aus. Da könnten wir eventuell auch dann zeitnah eine zweite ins Auge fassen. Ne? Die ist ja voll ausgelastet, also das ist schon okay. Gut, aber Gemüse könnten wir auch anschließen, ne? Das brauchen die hier in Austin wahrscheinlich auch. Sieht's denn aus? Wollen sie haben? Gut, dann würden wir dann als erstes das Gemüse anschließen. So, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6? Warum jetzt bloß 6? Hier steht aber 7. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, gute Frage, ne? Gut, wenn da 7 steht, dann denke ich, können wir uns auch darauf verlassen.
gut, der hat jetzt Fleisch abgeliefert, ne? Haben die gar keinen Stall? Ne, die Produktion läuft gar nicht. Warum nicht? Kohle ist da und Eisen ist da. Ja, müssen wir anschließen, ne? Müssen wir das Gebiet dann doch irgendwie auch freischalten? Wo und wo ist denn überhaupt Kohle? Wo bekomme ich denn Kohle her? Ja, Kohle ist hier ganz oben, ne? Und hier. Aber nicht in der näheren Umgebung. Das ist natürlich nicht gerade so das Gelbe vom Ei. Hier höchstens. Aber da müssen wir auch eine ganz schöne Strecke fahren schon. Ha, ha, ha. Das ist ja nicht so nice. Aber gut. Okay. Dann schließen wir da Bahnhof, einen Bahnhof ans Gemüse an. Hier so. So, dann werden wir in zwei Richtungen auch gehen, auf jeden Fall. Einmal könnten wir hier rangehen. Das macht sie natürlich nicht, ne? Na, aber gut. Wir lassen das einfach so. Ich wollte direkt an den Bahnhof anschließen, aber wenn wir da Schwierigkeiten haben, dann lassen wir das erstmal so. So, und dann gehen wir mit der Schiene gleich. Da können wir hier am Bahnhof sogar rangehen. Haben wir jetzt einen kleinen Tunnel drin, ne? Oder wir machen eine Kreuzung. Versuchen wir das mal. Das müsste ja ganz gut machbar sein. Genau, wenn wir hier hingehen. Zack. Ja, das müsste gehen. Na, da kommen wir ja auf jeden Fall günstiger. Und der Tunnel ist auch nicht drin, wie es aussieht. So, und da können wir hier an die Schiene rangehen, die wir schon besitzen. Und schon ist es bedeutend günstiger. Dann machen wir hier gleich mal einen Weichenkopf ran, ehe ich das wieder vergesse. Okay, das hätten wir. Das hätten wir und das sollte eigentlich erstmal zureichen. Jawohl. Da müssen wir doch noch mal schauen.
So, wie sieht's aus in Houston? 56.000 haben wir. Gut, hier brauchen sie auch Zucker, ne? Der fährt dann wieder nach Austin wahrscheinlich. Der nach Houston. So, dann kann der nach Houston nochmal zum Kelly-Bahnhof und dann wieder vom Kelly-Bahnhof zurück nach Houston, ne? Ja. Ich hoffe, der macht das jetzt gleich. Dass wir hier noch Zucker ranbekommen. Aber es sieht ganz so aus. Okay. So. Okay. Wir brauchen Gemüse. Und dazu... brauchen wir A, eine Zuglinie, und B, müssen wir gucken, dass wir erstmal eine provisorische Weiche hier machen, damit der Zug in die Richtung am besten fahren kann hier. Ja, ich würde sagen, wir machen hier erstmal eine provisorische Weiche ran, wenn das irgendwie geht. Ja gut, ja. So, und dann müsste es ja gehen, ne? Okay, so geht's. Muss ich natürlich bloß schauen vorher, wie die Gleisrichtungen sind. Hier haben wir noch gar keine vorgegeben, das ist gut. So, dann können wir die bauen, wenn wir die 9000 haben. Jetzt haben wir gerade erstmal Minus gemacht. Ich habe auch noch eine andere Idee, ne? Aber gut, das machen wir dann gleich. Okay, können wir bauen. Das ist gut. Das ist schon mal gut. Dann brauchen wir natürlich noch eine Linie, ne? Aber das könnte der eigentlich vielleicht sogar gleich machen. Das wird er dann aber erst in der nächsten Runde machen. Und zwar soll der nach Houston Volkerbahnhof fahren. Und dann vom Volkerbahnhof nach Austin. Ja. Ja, okay, der Wagen lassen wir ab.
Na gut, der wendet beim Root-Bahnhof, aber das ist jetzt erstmal nicht so schlimm, würde ich sagen. Hauptsache, wir bekommen erstmal Ware nach Basten, ne? Sieben von zehn. Gut. Die erste Quest haben wir gleich. So, und dann können wir gucken, dass wir auf jeden Fall Milch ranbekommen. Das, was wir hier erstmal herbekommen, ne? Was ist denn eigentlich? Wir gucken nochmal. Gut, Weizen könnten sie auch gebrauchen, ne? Und das ist wahrscheinlich die siebte Ware. Naja, gut, da müssen wir sehen. Da können wir ja hier langfahren, Weizen mitnehmen. Ja, das geht auch zu machen. Okay. Der Ausbau in dieser Gegend geht langsamer voran, als ich mir gewünscht habe. Aber immerhin schneller als erwartet. Nur rummeckern, ne? Immer nur rummeckern. Geht zu langsam. Chipko. Ach, Mann. Das ist ja wie heutzutage. Also, vielleicht, weiß ich nicht. Ne? Aber hier kommt es mir gerade genauso vor, wie das in unserer Gesellschaft so seinen Lauf nimmt. Ich weiß nicht, ob ich hier auch gleich einen Bahnhof hinmachen sollte, aber gut. Nee, komm. Wir haben ja Holz. So, und dann können wir auch hier sagen, dass wir gleich mal an die Schiene anschließen, ne? Nee, einen Tunnel möchte ich nicht drin haben, wenn es geht. Ja, und dann können wir auch gleich Um.